das Turnier zum ersten Mal ausgerichtet, sind sehr zufrieden mit der Teilnahme, 14 Teilnehmer, haben tolle Wettkämpfe gesehen und ich denke, das wird nicht das letzte Turnier sein in dieser Serie, was wir ausrichten wollen. Und wir werden auch ein bisschen Werbung machen bei Nachbarvereinen, dass die eben auch solche Turniere ausrichten. Das Turnier war sehr, sehr schön. Ich habe 4 aus 6 Spielen gewonnen. Viele anspruchsvolle Gegner. Ich habe viel dazu gelernt. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, eine Ehre hier dabei zu sein. Ich habe was gelernt, dass ich bessere Rückhand und besseren Topspin lernen sollte. Weil das beim Tischen ist, glaube ich, sehr wichtig, hat mir auch schon jemand gesagt. Das ist ja immer meine Schwäche, dass ich dann immer beim Topspin geschlossen habe. Halt. Ja, wie wir uns entschlossen haben, das Turnier auszurichten, waren wir dann ganz überrascht, dass eben Nachbarverein gleich 8 Jugendliche angemeldet hat. Wir konnten also sehr schnell die 16 Plätze voll bekommen. Vielleicht noch innerhalb der Vereinsführung war es so, dass wir aufgrund des BTTV-Newsletters aufmerksam wurden auf das Turnier und in relativ kurzer Zeit eben beschlossen haben, das einfach auszuprobieren. Und wie gesagt, wir sind zufrieden. Wir würden es empfehlen und möchten gerne wieder eins ausrichten. Ich habe meine Tosspins verbessert. Hier gab es viele Gegner, die einen stärkeren Unterschnitt hatten. Und im Training haben wir das nicht so geübt und im Laufe der Spiele habe ich das halt gelernt. Hier und ja, offensiver gespielt. War sehr schön. Ja. Colin mit 6:0 vom TSG Hochzoll ungeschlagen. Herzlichen Glückwunsch.